Ja, hallo. Dieter kocht heute Graupensuppe. Ich muss zugeben, als Kind mochte ich Graupensuppe nicht. Wir haben immer Kälberzänge dazu gesagt. Das lag aber vielleicht auch daran, weil meine Mutter hat die Graupensuppe immer sofort, also die Suppe sofort mit den Graupen gekocht. Ohne die Graupen separat vorher zu kochen, damit die Stärke da so ein bisschen rausgeht. Und das war immer so... ja, so Haferbrei-mäßig, und da konnte man den Löffel reinstellen oder reinstecken und der ist stehen geblieben. Ich, als Kind, tut mir leid, ich mochte es nicht. Heute, da ich ja die Graupen vorher mal koche und dann mit kaltem Wasser übergieße, sodass der ganze Schleim bzw. die Stärke ein bisschen verschwindet, finde ich Graupensuppe wunderbar. Ich muss aber auch sagen, es gibt gefühlt 100 Sorten Reis und 100 Sorten Nudeln. Graupen findet man irgendwie selten. Ich bin gestern noch in vielen Geschäften gewesen, um mir Graupen zu holen. Und einige Geschäfte hatten keine. Die waren ausverkauft. Die hatten nur ein kleines Regal mit Graupen und die waren ausverkauft. Benutze ich auch Perlgraupen. So, zu dem Essen. Ich habe ja noch zwei Beinscheiben geholt. Zweimal Suppengemüse. Einmal Suppengemüse werde ich auskochen für die Suppe. Und einmal werde ich als Einlage benutzen für die Suppe. Dann noch zwei Cabanossis. Hier noch ein paar Kartoffeln. Kartoffeln sind eigentlich nicht nötig, weil Graupen ist ja schon die Einlage. So wie Nudeln oder Reis. Aber ich denke, die Suppe kann auf jeden Fall noch ein paar Kartoffeln vertragen. Und Kartoffeln machen ja auch schön satt. Gut, da ich euch nicht weiter langweilen will mit den ganzen Zutaten hier, ich werde jetzt erstmal alle in Ruhe schnibbeln. Und da müsst ihr nicht zugucken. Und wenn ich dann fertig bin, dann sehen wir uns wieder. Okay, bis gleich. So, dann habe ich hier einen Topf aufgestellt. Mit den ganzen Abschnitten, also mit einmal Suppengrün. Und von dem zweiten Paket, das was nicht so schön ist für die Einlage, habe ich halt auch da reingemacht. Des Weiteren werde ich noch 3 Lorbeerblätter dazu geben. Dann 5 Pimentkörner und 5 Nelken. Gebe ich auch dazu. Und einen Teelöffel Salz. Und zu dem Suppengemüse habe ich noch 2 Zwiebeln geschnitten. Und dann kommen noch meine 2 Beinscheiben dazu. 1 und die 2. Wunderbar. So, das kann jetzt schön für 2-2,5 Stunden kochen. Und dann sehen wir uns wieder. Dann habe ich mir noch einen zweiten Topf aufgestellt für meine Perlgraupen, damit ich die schon mal vorgaren kann. Und da gebe ich jetzt die 150 Gramm Perlgraupen hinein. Die werde ich auch aufkochen und gebe schon mal eine kleine Prise Salz dazu. In der Zeit, wo alles kocht, also meine Brühe und meine Graupen, werde ich weiter schnibbeln. Dieses Mal aber in ungefähr gleich große Stücke, damit alles gleich gar wird. Ich zeige mal, was ich meine. Hier sind die Graupen in dem Topf. Das sind 250 Gramm gewesen. Und das ist die ganze Stärke, also der ganze Schleim, der da drin ist. Und das kann man vermeiden. Ich werde jetzt die Graupen durch ein Sieb geben und dann könnte ich schön abtropfen. So quasi wie Reis, den muss man ja auch oder sollte man erstmal waschen, die Stärke rauswaschen. So, jetzt werde ich den, okay, das kann man jetzt nicht sehen, manchmal so. Jetzt werde ich so lange kaltes Wasser drüber geben, bis unten relativ klares Wasser rauskommt. Hier wollte ich euch das mal eben zeigen. Hier sieht man die Graupen. Die sind jetzt relativ körnig. Und da unten, da ist halt die ganze Stärke jetzt in dem Wasser. Kann man sehen, ja. Und ich möchte euch bitten, mir in den Kommentaren mal zu schreiben, wie ihr denn gerne Graupen esst. Ob mit oder ohne Stärke. Ob ihr die auswascht oder nicht.
Nach 2,5 Stunden werde ich jetzt erstmal versuchen, das Fleisch daraus zu holen. Also die Beinscheibe. Gucken, ob ich die eben wieder rausgefischt kriege. Ach, die ist schon schön weich. Und sollte sich auch schön vom Knochen gelöst haben. Aber dann sehe ich gleich, jawohl. Das sieht schon herrlich aus. So, haben wir schon mal eine. Dann gucke ich mal, dass ich die andere auch noch rausgefischt kriege. Ah, das fällt schon alles so auseinander, das ist wunderbar. Weil die werde ich noch auspulen. Also das Fleisch. Auch wenn das in der Suppe schon ziemlich verkocht ist, ich werde das nicht wegschmeißen, ich werde das auspulen und dann schön wieder in die Suppe geben. Dann werde ich die Suppe mal hier aussieben. Dann habe ich so, das hier ist ja total ausgekocht, das Gemüse, das schmeckt jetzt nach nichts mehr. Aber ich lasse das noch schön abtropfen. Dann habe ich hier die leckere Suppe. Die werde ich jetzt noch mal aufsetzen auf 6, damit die kochen kann. Aber werde ich halt erst mal probieren. Ich habe ja ganz am Anfang schon mal einen Esslöffel Salz dran gemacht, aber mehr nicht. Die schmeckt schon wunderbar. Kann natürlich nur Pfeffer vertragen. Und vielleicht noch ein kleines bisschen Salz. Ich würde sagen, da war jetzt ein halber Teelöffel. Dann kommt als erstes kommen die Kartoffel und die Möhren und da ist noch Lauch. Das kommt jetzt in die Suppe, weil die müssen jetzt erst noch gar ziehen. Das dauert ungefähr noch mal 25 Minuten, schätze ich. Aber das werden wir dann sehen. Also ich schätze 25 Minuten, das heißt, ich werde den Timer auf 20 Minuten stellen und dann kann das hier erstmal gar ziehen, also das Gemüse. Hier habe ich das Fleisch noch gepult. Das war von den 2 Beinscheiben. Das will ich nicht wegschmeißen. Viel zu kostbar. Gut, dann sehen wir uns in 20 Minuten, wenn das Gemüse gar ist. So, 20 Minuten sind jetzt rum. Dann will ich mal gucken, ob das Gemüse schon mal... Das ist mein Probierlöffel. Nehme ich mir mal hier ein bisschen was raus und gucke ich mal. Jawohl. Guck mal, noch eine Möhre. Ja, die haben alle noch ein bisschen Biss. Das ist sehr schön. Und jetzt werde ich noch die Graupen wieder in die Suppe tun. Dann können die auch schön warm werden. Dazu mache ich den Herd aber noch mal auf kleine Stufe an. Das Fleisch,
werde ich auch wieder in die Suppe tun. Und auch die Cabanossis. Und auch die Cabanossis. So, dann haben wir eine wunderbare Suppe. Werde ich nochmal rühren. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich lasse euch mal in den Topf gucken. Das ist meine herrliche Suppe. Schön Einlage drin. Ah, prima. So, das muss jetzt quasi nur noch warm gemacht werden. Und dann können wir essen. Die Suppe ist fertig. Und ich werde mir direkt mal einen Teller nehmen. Ah, herrlich. Kommt noch ein bisschen Petersilie drauf. Ja, dann werde ich die Suppe mal für dich probieren. Also die riecht schon wunderbar. Gucken, dass ich mich jetzt nicht verbrenne. Mmh. Ja, das ist eine richtig tolle Suppe. Gemüse ist alles schön zart. Ein bisschen Fleisch dabei. Sehr lecker. Gefällt mir. Und wenn du Lust hast, kannst du hier noch ein weiteres Video angucken. Ich werde dir mal eins einblenden. Ich glaube da. Oder da. Ich bin mir da nicht so sicher. Würde mich jedenfalls freuen. Und ja, wir lassen uns die jetzt schmecken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.